Hallöchen, Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge mit Evil Dynasty. Ich bin jetzt schon mal in dieses kleine Dörfchen geritten. Da habe ich vergessen, meinen Marker wegzumachen. Weil wir haben hier eine Quest. Und die gucken wir uns gleich mal an. Derjenige müsste hier stehen. Oder diejenige, mein Pferd. Mein Esel lasse ich mal hier stehen. Wir müssen unbedingt, wenn das Pferd groß ist, müssen wir mit dem Pferd weiterreiten. Ich will dauernd sagen, mein Pferd. Dabei ist es ja mein Esel. Wo ist er denn? Ist er hier drin? Nee, ist er nicht, aber ich will trotzdem mal reingucken. Hallo? Hier drin ist keiner. Eigentlich dürfte mich keiner sehen, oder? Ich bin neugierig. Okay, die haben Nerven. Da kann ich nicht reingucken. Die haben auch nicht so cooles Zeug. So stehen hier überall Fässer. Die Versuchung ist groß, aber... Wo ist er denn jetzt? Milove Dobrochna. Diese Zipboy-Familie da. Hm, ja, ich habe noch schon gesehen. Hier ist er. Es sieht hier. Wir haben alle so komische ZY-Namen. Ist das der Fischer? You, sir, are a fish. Und Gott sei Dank redet er nicht mit mir. Oh, hier ist ja so eine kleine Insel. Das sehe ich jetzt ja erst, wo da ein Steg rüber geht mit Häusern. Ich dachte, das hängt zusammen vom Ding her, vom halt vom Boden her, aber... Okay. Sieht's hier? Ich hänge hier gerade fest, aber wir reden einfach mal miteinander. Egal wie viele ich töte, es kommen immer mehr nach. Du bist ganz schön dreckig. Kann ich dir bei etwas helfen? Oh ja, oh hallo. Oh ja, ich brauche Hilfe. Der sieht ganz schön böse aus von der Gestik her. Erst machen diese verdammten Mücken mir das Leben schwer, dann wird auch noch keine Frau verrückt. Was? Erst machen diese verdammten Mücken mir das Leben schwer und dann wird auch noch keine Frau verrückt. Das letzte Mal, dass ich so aufgeregt war... während unserer Hochzeit. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Wahrscheinlich soll das heißen, dann wird auch noch meine Frau verrückt, oder? Sonst gibt es, glaube ich, keinen Sinn. Warum redet ihr nicht einfach? Du verstehst nicht. Das habe ich versucht, aber... Verdammt. Mich hat schon wieder eine von ihnen gestochen. Hör zu. Sie will ein Kind adoptieren, obwohl wir keinen Platz mehr haben und ständig von diesen kleinen, summenden Monstern gestochen werden. Zum Glück ist sie nicht die Einzige, die ihn aufnehmen will. Bronimirs Frau, Zivia, hat auch Interesse an dem kleinen Mann. Nein. Hat Zivia nicht... War das nicht die mit dem Apfel da, mit der Familie, die da gestohlen haben soll? Also die Äpfel geklaut haben soll? Oder war das wieder eine andere? Die heißen hier alle irgendwie so komisch. Ich weiß, dass Ostoja jeden aufnimmt, aber es wäre mir lieber, wenn er zu einer anderen Familie als der unseren käme. Das wäre das Beste für ihn. Tu mir den Gefallen und rede mit ihm, ja? Frag sie nach einem Kind namens Janek. Das ist irgendwie seltsam, aber wie du willst. Ich mache dir keine Vorwürfe. Es ist besser, kein Kind aufzunehmen, wenn man sich nicht bereit dafür fühlt. Kein Problem. Ich werde mich mit den beiden angehenden Müttern unterhalten und mir anhören, was sie zu sagen haben. Du bist nicht zufällig seine Frau, oder? Ich mach das dann. Ich komme hier immer noch nicht weg. Also, ich stecke hier immer noch fest. Dankeschön. Du steckst auch ein wenig fest, ne? Aber ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Ich glaube, du hilfst dir selbst, wenn der Tag vorbei ist. Weiß es nicht. Ich war auch gerade festgesteckt. Ich glaube, der hat mich so zwischen Zaun und irgendwie eingeklemmt und keine Ahnung. Ich bin frei. Und Gott sei Dank gibt es das Befrei mich. Wo muss ich denn? Ach so, ich muss die Quest aktivieren. Ein seltsamer Junge. Wie hieß der? Janek. Sprich mit Dobrosulka, sprich mit Zivia. War nicht Zivia jene welche mit den Äpfeln? Die hieß doch so komisch, ne? Ich habe übrigens vorhin gesehen,
Ich war schon wegen vorher da und habe ein wenig rumgeschaut hier. Die haben ja hier vorne Schafe, ne? Ich finde es voll schön. Die sind normalerweise hier drin. Die waren nämlich noch hier. Und dann irgendwann, ich bin leider weg und konnte sie nicht beobachten. Ich weiß nicht, ob die vorlaufen oder ob die einfach da vorne spawnen. Auf jeden Fall, tagsüber sind die dann hier vorne und dann nachts sind sie wieder hier. Das finde ich voll schön, aber das kannst du unseren ja nicht beibringen, weil die laufen ja hin, wo sie wollen. Ja, ja, bleib mal hier stehen, wir kommen gleich wieder. Also, wir müssen, und doch klar ist es die, die wohnt hier, die hat hier gewohnt, ne? Und die ist ja gerade. Hallo, ich muss dich gerade wieder nerven. Oder war das die? Ich weiß gar nicht. Willkommen im schönsten Ort im ganzen Oxbow. Ich habe gerade herausgefunden, dass wir womöglich ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft begrüßen dürfen. Ein kleines Kind hat seinen Weg nach Ostoya gefunden. Deshalb bin ich hier. Glaubst du, du könntest noch ein weiteres Kind aufziehen? Selbstverständlich. Ich bin eine erfahrene Mutter und ich habe schon zwei eigene Kinder. Ostoya weist niemanden ab, der sich in Not befindet. Ich könnte es mir nie verzeihen, würde ich diese Regel brechen. Sie macht unser Leben hier aus. Was hältst du von diesem Waisenkind? Das arme Ding hat sicherlich schon eine Menge durchgemacht. Ein so junges Mädchen sollte nicht auf sich alleine gestellt sein. Yannick ist ein Mädchen? War nicht vorhin er? Hier wird sie in Ruhe leben können, ohne jemanden zu stören. Niemand wird sie nach ihrer Geschichte oder ihren Eltern fragen. In Ostoya sind wir alle gleich. Vor allem, weil mein Mann, Bronimir und ich uns strikt an die Regeln hier halten. Das Kind ist ein Junge. Ach, da steht's ja. Oh Gott. Sein Name ist Yannick. Hast du ihn überhaupt schon einmal gesehen? Eine Familie, die Regeln folgt, wird ein Kind sicher gut erziehen. Aber du hast nicht mal bemerkt, dass es kein Mädchen ist. Ich glaube, im Moment wünscht sich der Junge einfach nur ein Dach über dem Kopf und hat wenig Interesse an Traditionen. Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu, aber ob ich es sehe oder nicht, ändert nichts an meiner Einstellung dem Kind gegenüber. Ostoya steht jedem offen. Jedem, der sich an unsere Regeln hält, natürlich vorausgesetzt. Du solltest ja erstmal versuchen, etwas über das Kind in Erfahrung zu bringen. Ich gehe. Ich gehe. So, schließ mal in Real Life so eine Konversation ab. Ich gehe. Sollte mir echt mal probieren. Hallo? Dobro Sulka. Hallo. Hast du den Jungen gesehen, der kürzlich hier ins Dorf gekommen ist? Sein Name ist Yannick und er ist wundervoll. Dieser kleine Mann ist so erwachsen und klüger als viele andere in seinem Alter. Ich wünschte, ich hätte diesen klugen kleinen Mann an meiner Seite. Du wirkst sehr begeistert von diesem Kind. Du kennst den Jungen kaum. Das könnten voreilige Schlüsse sein. Und was ist mit deinem Mann? Immerhin stimmt er der Idee, das Kind aufzunehmen, nicht zu. Er hat in dieser Sache überhaupt nichts zu melden. Lizier verbringt sein gesamtes sterbliches Leben damit, gegen Mücken zu kämpfen. Und die sind alles, über das er redet. Und da er bisher noch immer nicht erkannt hat, dass die Mücken da sind, weil er an einem See lebt, gibt es auch keine Hoffnung mehr für ihn. Haben die schon ein Kind? Also, hat er vorhin gesagt, ob die schon ein Kind haben? Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf, weil ich die ganze Zeit, ich weiß es gar nicht mehr, der hat nur von Mücken geredet. Ich habe mich in ihn wegen seiner hübschen kleinen Tochter verliebt. Rarumila ist die einzige, die von 7 Geschwistern überlebt hat. Sie war so liebreizend, als sie jeder anschauen musste, wenn ich mit ihr durch das Dorf gegangen bin. Ich war so stolz, aber diese Unschuld ist viel zu schnell verblasst. Ich habe mich in ihn wegen seiner hübschen kleinen Tochter verliebt. Was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weiß nicht, ob ihr beiden so zusammenpasst, wenn ich ehrlich bin. Also, es gibt so viele Gründe, warum man sich in Menschen verlieben kann. Aber das habe ich ja noch nie gehört.
Glaubst du, du wärst dafür geeignet, eine Ziehmutter zu sein? Natürlich. Ein Kind, das nicht meinem Mutterleib entstammt, habe ich bereits aufgezogen. Radomila. Sie war ein Monster. Das Mädchen war fast nie zu Hause. Es war eine Qual, etwas in ihren Kopf zu bekommen. Ich habe so viel Zeit investiert und es ist nichts dabei herausgekommen. Mit Yannick wird das anders sein. Wirklich? Wie ich sehe, bist du wirklich entschlossen, ihn aufzunehmen. Mach's gut. Ich glaube, es geht dir nur um deine eigenen Probleme und in all dem hast du das Wohl des Kleinen ganz vergessen. Denk nochmal darüber nach. Spar dir das. Wenn der Junge so klug ist, wird er sich nicht von dir vorführen lassen wie ein Paradepferd. Ich glaube, der Junge sollte zu derjenigen... wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Wo ist denn Yannick überhaupt? Ich muss mal kurz... Also, ich muss mal kurz hier... So, wo ist denn... Okay. Er lebt in einem Fass. Ich muss dir gerade ein Foto machen. Guten Morgen, liebe Frau. Ich stehe hier schon eine ganze Weile. Die Leute hier zeigen auf mich und sagen, es gibt eine Debatte darüber, in welches Haus sie mich stecken wollen. Sie sagen, ich soll warten, aber ich bin wirklich hungrig und durstig. Willst du damit etwas sagen, dass sie darüber streiten, wer dich aufziehen soll? Und dabei vergessen haben, dir etwas zu essen zu geben? Vielleicht sind sie beschäftigt. Ich will niemandem zur Last fallen. Aber ich habe wirklich viel Hunger und Durst. Könntest du mir etwas Brot und einen Tropfen Wasser bringen, damit mein Mund nicht so trocken ist? Komm niemandem in die Quere und füge niemandem Schaden zu. Und das waren die Regeln, oder? Erbärmlich. Ich bringe dir etwas zu essen, Junge. Und diese Leute. Keine Sorge, Kleiner, ich helfe dir. Du wirst verhungern, bevor sie sich entschieden haben. Tod nützt du niemandem etwas. Ich finde etwas zum Knabbern für dich. Ein Trinkschlauch mit Wasser, Weizenbrötchen und Trockenfleisch. Ja. Ich muss gerade drüber nachdenken. Haben wir hier... Ich habe das... Also daheim habe ich es auf keinen Fall. Ich könnte einen Trinkschlauch mit Wasser machen. Weizenbrötchen. Wenn man Mehl dazu braucht. Ich habe zwar Mehl gelootet, aber... Ich werde es nicht herstellen. Ich werde es kaufen. Nur ich weiß nicht, ob wir hier einen Händler haben, der sowas... Nimila war, glaube ich... Was bist du denn für eine Händlerin? How are you? Du bist... Du hast nur so rohes Zeug. Ich glaube, wir müssen nach Piastovia. Und wir müssen noch mal her. Weil wir haben nur die da. Und wir haben sie hier, aber sie verkauft nur so Klamotten. Und weiter haben wir keine. Ich bin kurz mal rausgetappt. Ich habe aus Versehen wieder auf... Ja, ja, alles gut. So genau will ich es gar nicht wissen. Ich habe wieder auf die Windows-Taste geklickt, statt auf Alt. Ich glaube, wir müssen kurz mal nach Hause, beziehungsweise nach Piastovia. Dann würde ich sagen, ich mache mal einen kurzen Cut, weil den Weg sind wir halt oft genug zusammen geritten. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut. Hier ins Lagerfeuer habe ich schon geschaut, aber da waren nicht so großartig Leute dabei. Eine hatte ich mitgenommen. Die hatte ich, die hatte ich zu den Bienen gesteckt. Aber ansonsten, das waren nur drei Leute und zwei davon waren nicht so. Ich würde sagen, ich reite mal kurz nach Hause, nach Piastovia. Also ich reite heim, schlaf wahrscheinlich, dann hole ich euch mit dazu, wie wir in Piastovia sind. Und dann können wir nochmal zusammen hierher reiten. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Wir sehen uns gleich zu Hause. So, wir sind jetzt halt hier. Ich habe mir schon mal ein bisschen was hergestellt, beziehungsweise gekauft. Also den Trinkschlauch mit Wasser.
Den konnte man in der Näherei herstellen mit zwei Leder. Den hatte ich mir hergestellt und hatte dann mit Wasser gefüllt. Das Fleisch habe ich gekauft bei Bale. Aber der hatte keine Weizenbrötchen. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich habe die mir jetzt einfach freigeschalten bei der Technologie. Bei Küche 2 waren hier für 300 Münzen Weizenbrötchen. Dafür brauchen wir Mehl, Weizenkorn, Wasser und ein Ei. Mehl haben wir Gott sei Dank, weil wir es gefunden hatten mal. Gott sei Dank habe ich das behalten. Also Mehl, Weizenkorn, Wasser und Ei. Nee, das ist natürlich dann nicht hier dabei. Ist es jetzt hier mit drin oder ist es drüben drin? Die nehme ich mal raus. Es kann sein, dass es... Nee, hier ist es mit drin. Mehl. Ist es eigentlich im Materiallager? Mehl, Weizenkorn. Ein Ei und einen Eimer Wasser. Einen vollen Eimer mit 10 Ladungen? Wahrscheinlich verbrauchst du dann von den 10 Ladungen nur eine, ne? Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ein Ei. Und... wir gucken einfach mal, hier sind 6 Stück drin. Jetzt muss ich nur gucken. Kann ich wahrscheinlich hier machen, ne? Darf ich kurz mal? Kannst du mir das geben? Aber das ist eher ein Brot. Oh, wir haben... wie cool ist das denn? Wir haben das Nahrungsdingensbummens freigeschalten. Weizenbrötchen. Dinner time! Das war ein großes Weizenbrötchen. Fast Weizenbrot. Okay, jetzt nicht mehr. Oh, ist das süß. So. Wir haben alles. Ja. Sehr schön. Wir haben das Nahrungsmittellager 3, wenn ich schon mal hier bin. Ich würde das ganz gerne jetzt ändern. Nee, Quatsch, warte. Ich würde das ganz gerne jetzt Nahrungsmittellager. Weil... dann haben wir das gleich gemacht. Und den Platz brauchen wir sowieso. Darauf habe ich gewartet, so lange. So, wir hatten hier Nahrungsmittellager. Wir hatten hier drüben Nahrungsmittellager. So, eigentlich das, auch das Materiallager. Perfekt. Und dann hatten wir drüben noch eins. Das bauen wir gerade noch fertig. Und dann reite ich wieder runter. Rüber, runter. Ein Eselchen. Du blutest gerade gar nicht, weil du bist nämlich schwanger. Will ich ja nur mal gesagt haben. Aber ja, ich gebe dir schon recht. Was hat denn der an? Herbert. Der ist, glaube ich, auch neu. Den hatte ich. Ihr habt gerade nichts zu tun, ne? Es tut mir leid. Ich habe keine Felder mehr. Ich könnte irgendwelche... könnte irgendwelche Blödsinnsfelder machen, die ihr einfach... aber wir gehen auch bald in den Herbst. Wir machen die Quest noch fertig und dann gehen wir bald in den Herbst. Dann habt ihr wieder zwar nicht so viel, aber... also ich könnte einfach ein paar Felder hinmachen, die ich dann wieder wegmache.
die sie halt einfach harken und düngen oder so, damit sie halt ein bisschen was zu tun haben, aber kommt da nicht hin. Ist ja eigentlich dann nur Verschwendung vom Dünger. ...6.000. Perfekt. Jetzt ertrinke ich schon noch was und dann... ...rufe ich schon mal mein Eselchen. Dann futter ich schnell noch was. Haben wir alles dabei, ne? 111, da hinten kommt er. Hallo. Und dann... Ich muss mir gerade mal... Ich reite jetzt hier rum. Und dann hier einfach hoch. Ich vergesse nämlich immer... Ich hoffe, ich finde einen Weg. Wenn ich hier runtergehe, dann biege ich nämlich immer falsch ab. Ich muss ja eigentlich nur nach Schildern reiten. Also heimwärts geht's leicht. Nur wegwärts ist es. Ja, ja, ich weiß schon. Mach mal kurz langsam. Ich finde es aber cool, dass es hier solche, ich nenne es mal Kleinigkeiten, wie Schilder gibt. Klar, natürlich sind die halt, also hier war ja das mit dem Pferd, oder? Mit dem Ding vor ein paar Folgen. Dann weiß ich ungefähr, wo wir sind, aber wir müssen jetzt halt eigentlich, wir müssen jetzt halt hier entlang, ne? Ja, genau. Und da biege ich immer falsch ab. Da gehe ich nämlich immer geradeaus und das ist falsch. Hallo, Vincent. Ach, jetzt sind wir wieder hier an meiner berühmten Stelle. Hier sind diesmal keine Bandidos. Eigentlich ist es gar nicht kompliziert hier, der Weg. Eigentlich nicht, nein. Man macht's nur kompliziert. Nee, wie so ein kleines Kind. Nee. Alles gut, 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 alles gut. Wieso klingelt es immer, wenn ich hier bin? Wie alt bist du? Hallo. 15. Wie geht es dir? See you later. Du bist ein komischer junger Mann. Weißt du das? So. Hallo. Hallo, gute Frau. Ich rieche leckeres Essen. Ist das für mich? Ja, es ist nahrhaft und sollte deinen Hunger für eine Weile stillen. Es ist nicht viel, nur eine Kleinigkeit, aber es sollte dich für eine Weile satt machen. Ich wollte selbst essen, aber was soll's. Ich bin kein so schrecklicher Mensch, dass ich ein Kind hungern lassen werde. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Und das Essen schmeckt wirklich gut. Während du weg warst, habe ich ein paar Gerüchte aus dem Dorf gehört. Man hat mir gesagt, dass zwei Familien darüber nachdenken, sich um mich zu kümmern. Sie können sich nicht einig werden, also muss ich selbst eine Wahl treffen. Hilfst du mir, mich zu entscheiden? Dobrosulka hat dich genau beobachtet. Sie ist voll des Lobes über dich. Zivia ist eine prinzipientreue Frau. Unter ihrem Dach geht es vielleicht etwas streng zu, aber dir wird es an nichts fehlen. Beide Frauen wollen dich nur für ihre eigenen Zwecke missbrauchen.
Für Dobrosulka wirst du nichts weiter als ein Dekorationsgegenstand sein, während Sivia nur ihre moralische Pflicht im Sinne der Dorfprinzipien erfüllen will. Es ist schwer zu sagen, welche Familie besser für dich wäre. Eigentlich spielt es keine Rolle, wo du landest. Triff eine Entscheidung oder wirf eine Münze. Das ist schwierig, weil die eine Frau, die das gerne haben möchte, der Mann will das nicht haben. Die beiden können sich, glaube ich, selber nicht so ganz leiden, keine Ahnung. Und sie will es halt nur so zum Vorzeigen und wie auch immer. Die andere wäre in dem Sinn schon besser, aber was mache ich, wenn ich das mit der... Was ist, wenn ich das Letzte mache? Ich will halt nicht, dass der hier in dem Fass bleibt. Beide Frauen wollen dich nur für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Für Dobrosulka wirst du nichts weiter als ein Dekorationsgegenstand sein, während Sivia nur ihre moralische Pflicht im Sinne der Dorfprinzipien erfüllen will. Ich meine, bei dem ersten sage ich ja eher, geh dahin. Beim zweiten sage ich eher, geh dahin. Und bei denen ist es... Hilfst du mir, mich zu entscheiden? Das klingt nicht gut. Vielleicht war es doch nicht die beste Idee, hier leben zu wollen. Könntest du mich in einer Weile wieder besuchen? Ich würde ungern wieder fast verhungern. Ich bin neugierig darauf, zu sehen, wie es mit dir weitergeht. Ich komme wieder vorbei. Warte auf den nächsten Tag. Auf den nächsten Tag? Wir haben noch Tag 8. Also, ich könnte dich auch mitnehmen, aber ich kann keine Kinder aufnehmen. Halt, das Spiel wird nicht zulassen, dass ich ein Kind aufnehme, von daher. Was macht ihr denn? Wir haben aber erst 14.16 Uhr. Was machen wir denn so lange? Überleg gerade. Wollen wir ein bisschen, wenn keiner da ist, in Kisten gucken? Ich meine, wir haben ja genug Reputation, ne? Ich weiß nicht, wie viel wir für irgendwas brauchen oder so. Also wenn ich hier reingucke, dann wird mit Sicherheit was passieren, weil die hier laufen. Ich will es aber mal machen. Ich hoffe, es geht nicht so viel Reputation weg. Aber sie werden mich hier sehen. Nee, werden sie nicht? Es gibt tatsächlich eine Schuhschere hier drin. Ich meine, das ist ja nichts, was ich... Wenn ich das rüber mache, wird es in meinem Inventar rot sein, weil ich es gestohlen habe. Aber das ist ja Sachen, die ich weiterverarbeite. Wird rot. Ich will das mal kurz. Wir stehlen zum ersten Mal einen Gegenstand, der dann rot wird. Ja. Kann ich den denn tragen? Gott, bin ich dreckig. Ja. Ich will kurz den da wieder aufsetzen. Ich weiß, dass es mal nicht ging, dass man gestohlene Gegenstände verkaufen kann. Ich weiß nicht, ob das geht. Hallo. Aber
Oh, jetzt steht jemand hinter mir. Gott sei Dank. Ich nehme es jetzt mit. Wenn wir schon mal anfangen, dann... Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich möchte nichts stehlen. Ich möchte keine roten Dinge in meinem Inventar haben. Aber... Irgendwann... Nee, das stehle ich nicht. Bretter und so haben wir selber daheim. Irgendwann, ne? Ist die Versuchung einfach zu groß. Bretter brauche ich nicht. Oh, ich komme wieder mal raus. Guck mal, wie rot es in meinem Inventar ist. Ich mag das nicht. Es bringt mir nur mehr Stress. Ach, welcher Brennholz. Ich hasse sowas. Deswegen klaue ich nicht. Was haben wir denn? 15:30. Kann ich noch ein bisschen klauen? Hallo. Sag mal. Oh, kann ich mir auch so einen Tisch reinstellen? Ich dachte, das geht nur irgendwie so. Also was du halt mit einem Hammer so an den Wänden verändern kannst oder so. Oh. Und zur Not kann ich mir den selber zwitschern. Ist es das Haus von diesen Zibi, Zip, Zip, Zip? Keine Ahnung, wie die. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ist es das? Weil bei denen würde ich gerne klauen. Diese Fischersperre reizen mich halt, ne? Warte mal kurz, wir schauen oben links. 25. Okay. Auch wenn ich weitere klaue. Oh, die haben einen Fischbär. Leinengarn. Ich will es nochmal versuchen. Ja, bei jedem Ding 25. Ich sollte nachts nochmal kommen. Da sind auch welche. Oh mein Gott. Ich meine, die Fischersperre. Selbst wenn sie mit geringer Haltbarkeit sind. Aber... Die können gebraucht werden von den Fischern. Aber jetzt gucken noch so viele. Das ist ein Problem. Ich weiß ja nicht. Ich hatte ja auch diese Reputation. Ja, ja, Diebstahl, ich weiß schon. Tschüss. Da steht es nochmal mit der Reputation. Steht da auch... Gegenstände können nicht im selben Dorf wieder verkauft werden, in dem sie gestohlen wurden. Das ist gut. Ja, das mit dem Rot ist doof. Was ich fragen wollte, oder was ich sagen wollte besser, ich weiß es nicht mehr. Ach ja, ich habe das mit der Reputation, glaube ich, ein bisschen hochgeschraubt. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wie das Original wäre. Wie viel Reputation man braucht, um so und so viele Dorfbewohner irgendwie zu haben. Es ist ja so, dass du eine gewisse Reputation brauchst. Und wenn du zu wenig hast, dann kannst du irgendwann keine Dorfbewohner mehr zu dir holen. Und ich weiß nicht, wie so das Verhältnis ist. Und da ich es ja noch ein bisschen hochgeschraubt habe auch... Weiß ich, dass er erst recht hat. Deswegen weiß ich nicht, wie die Spanne wäre, wie viel ich jetzt halt hier wegnehmen darf. Weil jetzt haben wir schon minus 50 mit den zwei Sperren. Aber jetzt sind die alle gegangen. Da hinten ist noch jemand. Hier ist noch jemand. Ja, ja, lauf mal. Oh, hier ist ein Tonvase. Wenn du einmal mit dem Clown anfängst, das ist furchtbar. Will so nicht sein. Janik, schau weg. Das macht man nicht. Schade. Oh. Hallo? Wenn ich ganz schnell hintereinander klaue. Merkt das dann keiner? Hier sind die auch noch zu Hause. Vielleicht haben die das gesehen. Hallo?
hallo. Bist du süß. Ich guck mich kurz mit bei euch um. Bretter drin. Können die nicht die Sperre irgendwie im Haus haben oder so? Boah, ich fühle mich richtig schlecht. Ich habe die Fliegen auch gehört. Ja, lauf halt, ich muss dahin. Kind. Schade. Jagdgebiet entdeckt. Ich hätte fast vor deiner Nase geklaut. Wie alt bist du? Ich will, dass heute alles so wird wie gestern. Du weißt sicher viel über diesen Ort. Und was gibt es zu wissen? In diesem Dorf hat sich seit vielen Jahren nichts verändert. Ich habe mich auch nicht verändert. Ich lebe schon jahrzehntelang im selben Haus, fische und liege unter einer Wolke. Mehr brauche ich nicht. War das derjenige, der mal auf der Bank da vorne saß? Bitte nicht langweilig? Nein, ich habe keine großen Erwartungen. Ich bin glücklich, wenn man mich in Ruhe lässt. Hier kann ich langsam leben. Hier kann ich langsam leben, das ist auch sehr gut. Ohne mich um irgendetwas zu sorgen. Dafür, für mein Zuhause und mein Essen, schulde ich Ludo mir etwas. Wenn ich du wäre, würde ich versuchen, es zu vermeiden, Schulden zu machen. Muss diejenige sagen, die klaut. Zumindest hast du im Alter deinen inneren Frieden gefunden. Nur wenige können das behaupten. Wie ich sehe, bist du Ludomirs braves, altes Lamm. Achso, das war's schon. Hope to see you soon. So habt ihr hier drin keine Sperre. Also Sperre, die ich mitnehmen kann. So weg? Wo ist denn der so schnell hingelaufen? Ach, da. Kannst du mal woanders hingehen? Dankeschön. Jetzt halt einfach noch ein... Oh! Das hat nichts mehr angezeigt, dass ich die klaue. Also das hat keiner gesehen. Aber das hier steht so mittendrin. Ich glaube, das wird jemand sehen. Das sind nur Bretter. Also wegen den Fischersperren oder Fischsperren, ich sage immer Fischer, aber die heißen ja Fischsperre. Da fühle ich mich nicht schlecht, aber wegen dem ganzen anderen Zeug. War ich hier drin schon mal? Die haben nur Salz hier drin? Das sind nur Holzsperre, Steinpfeile, Knüppel, da ist eine Eisenarmbrust. Was habt ihr hier da hinten? Hier zufällig Fischersperre, Fischsperre? Ne, haben sie nicht, schade. Was ist das denn? Könnt ihr mal alle langsam ins Bett gehen? Ich habe hier noch was zu tun. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fischsperre wir schon geklaut haben. Also wenn ich hier vorbeilaufe. Ja, dann dachte ich mir. Da steht ein Eimer. Da macht jemand wieder Kamehameha. Hallo, Sizi. Ah, Sizi, hast du zufällig. Die sieht es jetzt, oder? Wenn ich hier reingucke. 4 Stück. Hallo? Sag mal, wie viel haben wir eigentlich jetzt schon? 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich glaube, das reicht. Ich soll ja schlafen. Ich gangle eigentlich die ganze Zeit nur hier rum, weil ich noch nicht... Warum jetzt ist auch scheißegal. Wir gucken einfach mal. Ich meine, wir haben ja, also, wir haben 15.222. Ich weiß nicht, in welcher Relation das immer ist, aber... So, ich schlafe kurz und dann komme ich morgen nochmal. Wo kann ich irgendwas hinbauen? Da unten bin ich.
Aber ich muss noch ein bisschen. Ich muss bis hierher ungefähr. So lange konnte ich mich wehren gegen den inneren Schweinehund. Jetzt hat er es geschafft. Ich hab geklaut. Ich muss kurz trinken. Ich weiß nicht, was er noch möchte, ob die Quest vorbei ist oder vielleicht hat er sich auch für eine Familie entschieden. Ich muss jetzt rote Zeug loswerden. Das macht mich ganz aggressiv in meinem Inventar. Will so nicht weiterleben. Ich muss das irgendwo, keine Ahnung. Ich hoffe, meine Fischer, die benutzen die Sperre bald. Ich mag sowas wirklich nicht. Ich finde es furchtbar. Hallo. Ist er immer noch in seinem... Was war das denn jetzt? Habt ihr die Ziegen gerade gesehen da hinten? Das sah irgendwie komisch aus. Vielleicht waren die noch hausen und da ich jetzt geschlafen habe, sind die irgendwie in den Stall teleportiert worden. Hallo. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Du hattest recht, als du mir von beiden Familien abgeraten hast. Das hier ist wirklich nicht der richtige Ort für mich. Wenigstens verhungerst du nicht mehr. Was hast du jetzt vor? Es ist gut, dass du jetzt zu diesem Schluss gekommen bist, solange es noch nicht zu spät ist. Weißt du schon, was du als nächstes machen willst? Hast du einen Plan oder soll ich dich aufnehmen? Wir können das doch gar nicht, oder? Ich habe einen Plan, aber ich muss dich um Hilfe bitten. Es sollte mir erlauben, zu dem zurückzukehren, mit dem ich vor ein paar Jahren angefangen hatte. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass es das ist, was ich tun möchte. Vor ein paar Jahren? Ich glaube, Zellen liegt dir nicht besonders, Junge. Ja, genau, mir fehlt es auch, Verstecken zu spielen und einfach nur wild herumzurennen. Du bist ein lustiger kleiner Kerl. Lass dich nicht weiter von meinem Äußeren täuschen. Ich mag klein sein, aber das war ich schon immer. Ich weiß nicht, wann ich geboren worden bin, aber ich weiß, was ich vor mindestens 16 Wintern gemacht habe. Unmöglich. Warte, und du tust so, als wärst du ein Kind? Du bleibst lange jung. Ich wünschte, es ginge mir genauso. Das Ganze wird immer interessanter. Du steckst voller Überraschungen. Ja, jeder reagiert auf genau dieselbe Weise, sobald mein wahres Alter enthüllt wird. Große Augen und vor Erstaunen erstarrte Gesichter. Aber lassen wir das hinter uns, ja? Ich habe erwähnt, dass ich eine Bitte für dich habe und für mich geht es dabei um Leben und Tod. Ich muss ein bestimmtes Gebräu herstellen und mir fehlen die letzten Zutaten dafür. Ich kann das Rezept nicht teilen, aber ich werde dir verraten, wie ich es gelernt habe, sobald du mir geholfen hast. Ich werde dir helfen. Ich möchte mehr über deine Geschichte erfahren. Du hast meine Aufmerksamkeit, junger Mann. Also, jung gebliebener Mann. Ich finde die Zutaten für dich. Pass auf, ich habe noch nie von Tränken gehört, die dich altern lassen. Lass es gut sein, du bist in Ordnung, wie du bist. Etwas Wein habe ich schon, er stellt die Basis für dieses einzigartige Gebräu dar. Glaub mir, es war schwer für mich, die Flaschen zu beschaffen und ich muss die Stelle bewachen, an der ich sie versteckt habe. Bring mir ein paar Flakons aus Ton, etwas Leingewebe und etwas Wolle. Bitte, sie sind entscheidend. Okay. Ich würde sagen, Wolle habe ich, weil ich die gerade geklaut habe. Leingewebe und Flakon aus Ton. Ich überlege gerade. Leinengewebe würde ich hier, glaube ich, schon kriegen, eventuell. Nee, die Kleidung hat, die hat es nicht gehabt. Vielleicht der andere, aber der hat ja nur... Nee. Wir haben jetzt Tag 9 morgens. Ich würde euch mal die nächste Folge schicken, weil die Folge ging wieder ein bisschen länger, da wir warten mussten. Aber
Ich würde sagen, also mir macht es nichts aus, nochmal hin und her zu gondeln, aber den Weg sind wir jetzt schon ein paar Mal gelaufen. Ich würde sagen, ich schubse euch in die nächste Folge, ich gehe heim, hol das, was er da oben möchte. Diese Flakons, entweder haben wir mal welche gelootet oder ich muss die kaufen in Piastovia. Das ist ja nicht so tragisch. Und wenn ich die habe, komme ich wieder hierher und hole euch dann hier in der nächsten Folge mit dazu. Und ich werde mein gestohlenes Zeug los. Entweder verkaufe ich es oder ich lege es ins Materiallager und die sollen das schnell verwenden. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen hier wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Ciao.